Hallo, guten Morgen. Sodala, dann sind wir jetzt also am Samstag, den 26. Mai und schauen uns einmal kurz den gestrigen Tag an. Ja, das heißt, den Bordquickie habe ich gestern nicht gemacht, den kann man ausstreichen. Und ich habe nicht die Pflanzen gegossen, ich habe nicht Boden gewischt. Was für eine Überraschung. Ich habe nicht gebügelt und ich habe nicht die Terrasse gegossen. Das hat insofern einen Grund, weil die ersten zwei Videos, die jetzt von diesem Bujo-Vlog online gegangen sind, waren ja ansatzweise furchtbar unscharf. Und dann habe ich mich gestern damit beschäftigt, woran das wohl liegen könnte. Und ich vermute jetzt, nachdem ich es quasi gelöst habe, dass es tatsächlich daran gelegen hat, dass ich ursprünglich ja aus all diesen Videoteilen ein großes Video machen wollte und dementsprechend einen Movie Maker-File geschaffen habe, in dem ich dann alle Videos reinladen wollte. Ja, und dieser Movie Maker-File dürfte mir aber dann meine Daten korrumpiert haben, will heißen, also aus irgendeinem Grund war es dann halt scharf, unscharf. Gut, zuerst habe ich dann gedacht, es liegt überhaupt am Movie Maker, weswegen ich mir gestern dann noch andere Bearbeitungsprogramme angeschaut habe, mit denen ich aber allen nicht wirklich glücklich bin, weil ich bin ja wie jetzt, was solche Programme betrifft, nicht sehr talentiert. Und ja, dementsprechend wollte ich jetzt nicht unbedingt wirklich ein neues haben. Habe jetzt das dritte Video hochgeladen, ich glaube das dritte, ja, na, 1, 2, 3, müsste. Das dritte, genau, also vom Dienstag das Video. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, ist es wieder scharf. Das heißt also, wenn ich einfach den Videofile bearbeite und dann gleich als YouTube-Video exportiere, dann sollte es auch in Zukunft wieder funktionieren. Haltet's mal die Daumen. Ja, und das Ganze hat aber natürlich den ganzen gestrigen Abend gedauert. Und somit habe ich dann nicht mehr ganz so viel geschafft. Aber ja, alles wird's überleben. Und wir können hiermit, tata, auch eine neue Seite beginnen. Gut, also wir haben heute Samstag und dementsprechend brauchen wir mal wieder einen Header. Und der lacht mir da auch schon an. Hallo, komm her da. Heute werden wir auch wieder einen Termin brauchen. Also eigentlich sogar zwei. Habe ich gesagt, was für Datum haben wir? 26. Gell? Okay, wenn man beim Fenster rausschaut, ist es wieder einmal grau in grau und wird wahrscheinlich wieder regnen, weil es hat ja jetzt eigentlich immer geregnet. Schauen wir wieder einmal. Wetter. Heute habe ich wieder mein Handy bei mir. Die Wetter-App ist mir ein bisschen sympathischer als die vom iPod. Also, das Ding sagt, wir hätten wieder einmal teilweise sonnig. Und dann kann ich mir wahrscheinlich am Abend wieder die Regentropfen dazu zeichnen. Was ich glaube ich ja jetzt auch gleich machen werde, weil da fehlen sie noch. Und es hat gestern geregnet. Also den lege ich mir ja mal gleich her. Das weiß ich, dass ich brauche. Die Checklisten werden wir auch brauchen. Es ist der letzte Sheet. Es ist der letzte Sheet, ist eh klar. Und es wird haben 26 und 15. Okay, soweit, so gut. Dann habe ich eben gesagt, dass wir einen Termin haben und nicht nur einen. Und da werden wir wieder Pflaster nehmen. Ja, komm her. Das irgendwann einschnitt hier da oben. Also wie gesagt, dieses Stickerpapier, über das kann ich mir ewig beschweren. Das ist wirklich nicht geeignet. Das ist von Herma und es hat, ich meine, das Stickerpapier an sich ist nicht schlecht, aber es hat hinten diese Einschnitte, die teilweise so ungeschickt platziert sind. Nehmen wir das, nein, das tun wir da her. Nein, aber das ist mir zu viel jetzt da. Das ist mir zu viel. So, ich kann es euch eh da kurz einmal zeigen. Da sieht man es nämlich großartig. Ja, erstens einmal geht es oft so durch, dass es ja auch ins Stickerpapier selber reinschneidet. Und dann ist es da jetzt ausnahmsweise einmal nicht so. Na doch, schau. Also die Schnitte sind auch nur so halb drinnen.
Und dann ist es so, dass der zum Beispiel ganz danach rausgeht. Und wenn man jetzt das von der Matte wieder abzieht, dann hat man dann auf einmal den halben Sticker abgezogen. Also es ist wirklich extremst unpraktisch, dieses Papier. Ich werde es sicher weiterhin verwenden, um zum Beispiel Sachen auszuschneiden, so wie jetzt eben bei meinen Stempelbildern, aber für die Silhouette werde ich wahrscheinlich dann wieder auf mein anderes Papier umsteigen. Gut, jetzt haben wir da den Termin einmal schon zumindest einen Sticker reingeklebt. Jetzt machen wir noch die Schoße. So. Und das werden wir halt jetzt dort runterkleben. Da habe ich dann ein bisschen mehr Luft, dadurch, dass der eben keinen Rahmen hat. Habe ich natürlich auch mehr Luft drumherum, gell? Dann schaut das nicht ganz so voll aus. So, was ist nun mein Termin? Erstens einmal um 10 Uhr werde ich unterrichten. Und um 13:30 Uhr haben wir wieder mal eine Kurseröffnung. Gut. Und um diese Termine herum muss ich dann halt meinen Tag planen. Lass mich mal kurz schauen. Oh Gott, nein. Genau. So ungefähr habe ich mir das gedacht. Also wie gesagt, da habe ich meine Kurseröffnung, da habe ich meinen Unterricht. Wahrscheinlich werden wir in der Zeit, wo ich da Relaxzeit eingetragen habe, aber einkaufen gehen. Aber dafür habe ich dann da das, was ab 16:30 Uhr da eingetragen ist, das ist normalerweise unser Einkaufen. Und dann haben wir aber quasi, wenn ich dann nach dem Büro heimkomme, habe ich Freizeit. Yay, muss sonst nichts mehr machen. Okay, was ich aber machen muss, sind auf jeden Fall diese vier Sachen da und dann gewisse Sachen, die ich mir halt ja, von gestern aufgespart habe, sozusagen. Dann hätte ich heute gerne wieder mal die Dreieckkartenlisten. Und jetzt schaue ich kurz, da habe ich sie nach unten zeigend gemacht. Jetzt machen wir sie nach oben zeigend. Ein bisschen Abwechslung muss sein. Die machen wir jetzt genau daher. Wie man sieht, der Sinn der Sache ist, dass diese Checklisten natürlich auch genauso wie diese Boxen in die Erin Condren Boxen reinpassen. Und das funktioniert offensichtlich. Was habe ich jetzt gesagt, dass ich tue? Ah ja, genau. Bisschen vergesslich bin ich dann schon an. Also, Menüplan müssen wir machen. Terrasse gießen und dann müssen wir auf jeden Fall das mit dem Bügeln mitnehmen. Es wird wirklich Zeit, dass ich bügele, sonst kann ich nicht waschen. Das ist ein bisschen blöd. Bügeln. Es ist nämlich gar nicht viel zum Bügeln. Es ist sicher in einer Dreiviertelstunde erledigt. Aber ja. Gut, das heißt, dann haben wir das. Das mit Bodenwischen werde ich mal verkneifen, weiter zu verschieben, weil heute ist Samstag und heute mache ich das ganz sicher nicht. Also Samstag hat sich einfach erwiesen als ein Tag, wo ich mir eh besser nicht so die großartigen Sachen vornehme, weil ich tue es dann eh nicht. Aber wenn ich eben heute gebügelt habe, dann kann ich mir zumindest Waschen aufschreiben. Gut, was ich ja da auf jeden Fall schon mal ausxen kann, ist kein Zucker, weil auch heute habe ich wieder dieses Müsli gegessen, das eben ja, Zucker beinhaltet. So, jetzt ist mir aber der Zeitungsdienst da tatsächlich doch ein bisschen zu knapp zu dem geraten. Daher werden wir das verschieben. Okay, das war das. Dann haben wir aber natürlich trotz alledem noch unsere Daily-Geschichten. Und da werden wir jetzt das einmal kurz wieder in der Hälfte durchschneiden. So, dann haben wir wieder 8 Platzerln, um die Tages-To-Dos reinzuschreiben. Na, Küchenquickie das Schatzelchen heute wieder machen. Vollen Tagebuch werde ich eben nicht mehr machen, weil, na, dafür geht es mir jetzt gut genug und die empfohlenen 3 Tage, die man das Ganze darüber hinaus
führen soll, habe ich geführt. Also ist das jetzt für mich erledigt. So, dann schauen wir mal, ob ich da sonst noch was machen kann. Wenn ich eh schon alles zum Filmen aufgebaut habe, wäre es ja an und für sich sinnvoll, ein weiteres Video zu drehen. Und da habe ich ja von meinem Bullet Journal ABC den Monthly Log an und für sich so im Blicke. Und versuchen wir es wieder einmal mit den Doodle-Checklisten. Genau, also dadurch, dass eben dann eben wir zwischen diesen zwei Ereignissen sozusagen einkaufen gehen und ich dann so ab 14:30 Uhr dann jetzt wirklich zu Hause bin und nicht mehr weg muss, ist es recht wahrscheinlich, dass ich solche Sachen erledigt kriege, weil ich dann gefühlsmäßig auch genug Zeit habe dafür. So, und jetzt ist es ja so, dass ich mir doch dieses süße Katzentape und überhaupt ganz viele Sachen zurechtgelegt habe und davon gar nichts verwendet habe. Und da werde ich mir jetzt aber einfach so diese schwarze Katze hier ausschneiden. Ist ja schließlich der Nepomuk. Gell, Sandy, für dich werden wir morgen auch eine Katze finden. Sandy schaut nur ganz anders aus. Dass die zwei Geschwister sind, ist ja ziemlich faszinierend. Also er ist schwarz, also nicht wirklich schwarz, gell? Wenn man ihn richtig sich anschaut, dann ist er eigentlich mehr so graubraun. Aber der Gesamteindruck ist schwarz und wuschelig und groß. Und die Maus ist kariert, weiß, ganz voll weiß mit ein bisschen braun. Und kariert heißt, sie ist gedealt. Nur bei uns in der Familie hat sich das eingebürgert. Also mein Vater prägt solche Begriffe dann immer. Und deswegen ist es dann, also bei ihm ist das die karierte Katze. Und deswegen sind alle getigerten Katzen bei uns eben kariert. So, der Lanepomuk, da hast du jetzt Platz. Den sollten wir ja in der Früh miterleben. Also die schwarze Katze ist ungefähr genauso schwarz wie der Kater auf den Fotos. Das passt also hervorragend. Werden wir ihm noch einen Weg geben, auf den man gehen kann. Gut, dann sitzt jetzt hier eine Katze und ich bin soweit zufrieden. Denke mir aber, ich könnte ich das? Ja, kann ich auf jeden Fall. Ich könnte jetzt hergehen und hier an Washi-Streifen hinkleben. Die Frage ist nur, will ich ihn wirklich so groß haben, weil das Ding ist natürlich irre breit. Oder werde ich mir das ein bisschen schmäler schneiden? Und ich glaube, das werde ich tun. Weil sonst nimmt es mir A zu viel Platz weg und B ist es mir sonst einfach zu wuchtig. Jetzt ist die Frage, mache ich es nur in der Hälfte oder mache ich es noch schmäler? Wir werden das herausfinden. Ja, gefällt mir das? Ist eine gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht. Es ist mir einfach zu dunkel. Also, runter mit dir. Ein Versuch war es wert, aber nein. Aber was ich machen kann, das ist immer so mein Last Resort. Wenn mir gar nichts anderes einfällt, dann kann man immer noch strichlierte Linien ziehen. Und dieses Mal werde ich sie da den Rand runterziehen. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass das nicht so in der Luft schwebt, sondern dass es eben irgendwo eine Grenze hat. Und ja, sowas mag ich mitunter. Was nicht, da hat es mich nicht gestört, heute stört es mich. Also kommt es dahin. Gut, passt. Das ist es dann aber auch. Ich denke, mit 16 Aufgaben zum Abhackeln habe ich genug zu tun für heute und verabschiede mich daher. Bis morgen. Tschüssi, Baba.